Ich spiele jetzt hier Foldit. Das ist der Nachfolger von dem Spiel Rosetta. Und Foldit gibt es seit 2008. Und das ist auch ein weiteres von diesen Wissenschaftsspielen. Also ein Spiel, was eben einen tatsächlichen wissenschaftlichen Gegenstand als Hintergrund hat. Und zwar geht es bei Foldit um die Faltung, die 3D-Faltung von Proteinen. Und Foldit ist total bekannt und berühmt geworden dafür, unter anderem dafür, dass eben die Spieler und Spielerinnen innerhalb von 3 Wochen ein Protein-Puzzle gelöst haben, was dabei helfen kann, tatsächlich AIDS zu bekämpfen. Genau, und Foldit ist von der University in Washington, dem Game Science Department dort und eben auch dem Department für Biochemie. Ich fange hier einfach nochmal mit dem Tutorial an, weil ich ehrlich gesagt nicht mal damit fertig geworden bin. Es sind 31 kleine Tutorial-Spiele, die man schaffen muss, bevor es dann weitergeht. Und hier gibt es so eine Punktzahl, die Mindestpunktzahl, die man schaffen muss, um eben jedes kleine Spiel zu gewinnen. Gechattet wird hier nicht, also wenig. Und dann hat man hier eben noch so kleine Menüs, die ich gleich zeige. Hier ist eben der Name von dem aktuellen Puzzle. Und hier geht es darum, dass diese roten Speaker eben sagen, okay, hier liegt was zu nah aufeinander. Das habe ich jetzt gelöst, indem ich das befreit habe. Und weiter geht's. Hier ist der gleiche Fall. Und indem ich auf den weißen Hintergrund klicke und halte, kann ich eben rotieren und mit der rechten Maustaste kann ich bewegen. Lesen muss man das nicht unbedingt, weil das ist super wenig Information. Und genau, und hier ist wieder dasselbe Problem, dass ich die. Die zu sehr aufeinander liegen, was auch immer das ist. Okay, ich habe mir das Shake-Tool verdient. Das ist gut. Und zwar mache ich das jetzt auch noch mal händisch. Na. Ja. Und das benutze ich auch, weil ich habe noch nicht genug Punkte. Und Shake ist im Prinzip so ein automatisches Ausprobieren und Rumprobieren von diesen Teilen, diesen ganzen Teilen, die so angedockt sind. Also nicht von diesen großen inneren Schleifen, sondern von den ganzen kleinen Bubbeln hier. Und der sucht das dann automatisch ab und hat jetzt hier eben nochmal Möglichkeiten gefunden, das besser anzuordnen. Das ist alles schon passiert. Ich rede nur immer noch. Und damit bin ich eben über der Punktzahl. Next. Jetzt geht es eben darum, dass diese inneren Teile eben auch miteinander kollidieren können oder zu nah aneinander liegen können. Und damit kann ich die eben auch einfach wegziehen. Und hier wieder die. Und das nochmal ein bisschen shaken. Und ich bin schon lange drüber. Fertig. Genau, das Rote hier, das sind Voids, also das sind Leerstellen, die eigentlich nicht hier sein sollten. Je größer, je leerer. Und hier geht es eben darum, dass ich lerne, dass ich eben auch diese großen Teile also bewegen kann. Das offensichtlich nicht. Das schon. Jetzt habe ich Punkt abzubekommen. Genau, dann kann ich gleich mal zeigen, man kann hier über das zweite Menü einfach einen Schritt zurückgehen. Man sieht hier die Entwicklung. Das heißt, hier habe ich schon echt miese gemacht, aber ich kann hier nochmal zurückgehen. Ich kann hier sagen, geh, also wenn es dann komplexer wird, ist das auch ganz, ganz hilfreich. Geh mal dahin, wo ich echt die besten Punkte hatte. Weil jetzt weiß ich gerade nicht mehr weiter. Und bei Action kann ich dann auch nochmal von vorne anfangen und eben shaken. Und ich glaube, ich shake einfach mal. Genau.
und hab's mit Sternchen. Next, please. Jetzt kommt das Wiggle-Tool, was mir eigentlich die ganze Arbeit fast schon abnimmt. Ich ziehe das mal noch hier ran, weil es geht ja darum, schön zu falten und schön kompakt das alles so zusammenzuknautschen. Rot sagt mir eben wieder, hier gibt es Probleme. Aber ich, upsie, mein Latein hört jetzt hier auch langsam auf. Was aber, glaube ich, nicht schlimm ist, weil ich kann ja immer sagen, shake, weil dann behebt er auch diese roten Probleme da. Und ist jetzt auch schon am Ende mit shaken, aber wiggeln. Das ist auch eine Musik, das bedeutet auch, also es das heißt wahrscheinlich, dass man es eben auch länger benutzt. Wiggle guckt eben nicht nur nach diesen kleinen angedockten Sachen, sondern guckt eben nach den Hauptelementen und schaut eben über so kleine Testschritte und eben über die Punktzahl, guckt eben, dass es nicht zu weit runter geht, aber testet eben an, okay, wohin kann ich gehen, dass es dann doch mehr Punkte gibt. Und so gewinnt man dann. Das sind bestimmte Verbindungen. Hydrogen heißt, glaube ich, Wasserstoff, für die man besonders viele Punkte bekommt. Und ich kann jetzt einfach Wiggle klicken und jetzt macht er die ganze Arbeit. Und die Musik. Wie gesagt, ich bin leider nicht besonders weit gekommen, weil ich ja nicht so richtig reingekommen bin, leider. Ich finde auch, dass dass diese Modelle immer noch sehr danach aussehen, als hätte sich das ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin überlegt. Weil man könnte ja auch einfach mal weggehen von diesen Formen und einfach mit, was weiß ich, mit Torten und Kirschen arbeiten. Ich glaube, ich könnte mich da eher reinfühlen. Und die Regeln können ja immer noch die gleichen sein. Ansonsten das ist natürlich ein tolles Projekt für alle, die das spielen können und die es auch schon gespielt haben und spielen werden und die dann eben, wie gesagt, diese Ergebnisse dann tatsächlich in die Forschung einfließen lassen, was man sonst einfach nicht hätte. Ja, folded.